Ein Serbian West. Also, wenn ich etwas übersehen habe, nur was? Ja, ich wäre jüngst gewesen, bevor ich die schon alles untergelassen habe. So, rangehen müssen. Ist ja vorbewusst. An die Ingenieure und Agenten der Söhne des Prometheus. Mir ist Murren zu Ohren gekommen. Gejammere über die Tenakt. Die Arbeit. Die Bedingungen. Verlorene Gliedmaßen, wenn jemand unachtsam mit einer Maschine war. Das verstehe ich. Es war ein langer Weg. Wir haben gelitten. Wir werden weiter leiden. Doch wir sind nah dran. Diese Allianz wird uns zum Ziel führen. Versprochen. Die Kaja werden für die roten Raubzüge büßen. Mit Blut. Ebenso wie all ihre Kollaborateure in der Garde und im Anrecht. Also seid still. Geht an die Arbeit. Und denkt immer daran, die Abrechnung wird kommen. Offenbar sind die Söhne des Prometheus auf Blut aus. Und die Kaja sind ihr Ziel. So wie die Garde. Mal sehen, was diese Kerle sonst noch vorhatten. Die Rebellen haben fleißig Waffen und Rüstungen geschmiedet. Versorgungslinien zu diversen Außenposten. Ich hatte also recht. Hier wird alles geschmiedet und dann zu den Rebellentruppen geschickt. So schnell wird hier keine Ausrüstung mehr verschickt. So, schau jetzt, was ich Fähigkeiten mal verbessere. Was für Waffen haben wir bekommen? Sieht interessant aus.
Die kann ich hier auch verkaufen. So. Wie lange Zeit du? Auf geht's. Zeichen. Die Rebellen müssen andere Quellen auftun. Allen mit Stil. Zu verspeichern. Und weiter geht's. So sind die Söhne des Prometheus hinter den Kaja und der Garde her. Ich muss mehr über ihre Operationen herausfinden und sie aufhalten. Nice. Die werden mich abgehängt. Ich will es wieder verkaufen, also vielleicht auch nicht mehr. Oh, mich mal. So, das Ende.
Ich sollte nach ihm sehen. Ich habe hier gleich schon ein Pirat gespielt habe. Geht es ihm gut? Ah, wird schon wieder. So. Aber was ist mit den anderen? Lass das meine Sorge sein. Ruh dich aus. Ich bin Natika. Du bist weit weg vom Osten, Fremde. Du bist Natika. Dann ist das ihr Blutzeichen. Was davon übrig ist. Wo hast du von diesem Dorf gehört? Der Tinterlehrling in Brennspeer hat mir von dir erzählt. Er sorgt sich, dass eurer Karawane etwas zugestoßen ist. Wie du siehst, haben wir größere Probleme als eine Lieferung Ascheblut. Was ist passiert? Beim letzten Sturm wurde der halbe Berg weggeschwemmt. Die Schlammlawine rollte mitten durch das Dorf. Viele Bewohner werden vermisst. Aber ich muss auf diese zwei aufpassen. Ich kann mich mal umsehen. Wenn ich jemanden finde, schicke ich sie her. Ich danke dir. Und wenn du einen alten, grimmigen Soldaten namens Kentok siehst, sag ihm, wo ich bin. Vielleicht kann ich mit meinem Fokus Überlebende finden. Wenn ihr Schwimmnächte? Ja, geil. Das Geröll blockiert den Sockel des Krans. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Balken rausziehe. Ziemlichhaft. Ist sie mehr? Ja, der Kran hat sich etwas bewegt, aber ich bin irgendwo anders fest. Mein Fokus kann mir beim Suchen helfen. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Das Feuerglimmer auf den Felsen. Ihn anzünden sollte den Weg für den Kran freimachen. So weit, so gut. Ich sollte mir die Unterseite des Arms ansehen. Vielleicht kann ich ihn bewegen. Etwas hält ihn
scheinen den Arm fest. Aber wenn ich die Schulter rausziehe, wird das Gewicht weniger und der Arm senkt sich. Von hier aus kann ich den Balken wohl nicht rausziehen. Ich muss weiter nach oben. So, dann auf geht's. Zu gut. Der Arm hängt irgendwo fest. Ich sollte raufklettern und mir das ansehen. Danke, ich mach das jetzt. Zieh hoch. Wenn ich diese Kabel loslöse, sollte sich der Arm ganz senken. Ja, das läuft doch. Blut der Zehn. Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung, wie du es geschafft hast. Aber danke für die Rettung. Geht es allen gut? Sein Bein ist gegen etwas Geröll gekommen, als wir weggerannt sind. Aber es geht schon. Wieso wart ihr da oben? Beim letzten Sturm hat eine Lawine das Dorf zerstört. Und dieser Vorsprung war genau über dem Wasser, als wir ankamen. Aber als alles vorbei war, lief das Wasser ab und wir saßen hier oben fest. Und wir konnten einen Kameraden nicht hier lassen. Schafft ihr es von hier aus zum Ufer? Natika kümmert sich dort um die Verletzten. Natika? Den Zehn sei Dank. Wir werden zu ihr gehen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Ich habe gesehen, wie einige andere zu den Metalltürmen gelaufen sind. Schau dich doch dort mal um. Danke. Ich sehe es mir an. Ach, nach unten. Ich habe niemanden gesehen, der wie Kentor aussah. Vielleicht ist er bei den anderen Überlebenden. Wow, du. Geht es allen gut? Ohne die Schnappmäuler geht es uns hier jetzt besser. Du verstehst dich aufs Kämpfen. Während des Sturms sind einige unserer Kameraden zu den Türmen im Westen gelaufen. Sie brauchen bestimmt auch deine Hilfe. Okay, ich schau mal nach. Hast du Kentok gesehen? Natika hat mich gebeten, nach ihm zu suchen. Ich habe ihn seit der Lawine nicht mehr gesehen. Okay. Geh zum Ufer auf der anderen Seite des Dorfes. Dort sind Natika und die anderen. Mach ich. Danke nochmal. Schauen.
seid ihr? Wir stecken in diesem Turm fest. Die Flut hat den Ausweg blockiert. Oben gibt es eine Leiter, aber wir kommen nicht dran. Okay, ich suche nach einem Weg zu euch. Ich muss an die Leiter ganz oben am Gebäude kommen. Vielleicht komme ich über die Kaputte daneben rüber. Bringt hier nichts. Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Mist, hey. Es gibt keine Möglichkeit, in das zerstörte Gebäude zu schwimmen. Ich brauche etwas, um über die Metallwand reinzukommen. Das ist ein richtiger Turm. Übersehen habe. Natürlich. Es funktioniert. Jetzt muss ich innen hochklettern, um nach oben zu kommen. Von hier sollte ich zu den Überlebenden kommen. Die Leiter am anderen Gebäude. Den Sprung schaffe ich. Nein! War der einzige Ausweg. Ich sollte zuerst nach den Überlebenden sehen. Geht es allen gut?
Du gehörst nicht zu uns. Tut mir leid. Ja. Wir haben hier drin Schutz vor der Lawine im Dorf gesucht. Aber Trümmer haben uns den Weg nach draußen versperrt. Die Leiter war der einzige Ausweg. Aber wir kamen einfach nicht dran. Keine Sorge. Ich finde einen anderen Ausweg. Weißt du, was mit den anderen passiert ist? Es gibt mehr Überlebende. Sie sind in Sicherheit. Den Zehen sei Dank. Sobald ihr raus seid, geht zum Ufer. Dort wartet Natika am Aussichtspunkt. Sie hat überlebt. Gut. Sobald wir hier raus sind, gehen wir zu ihr. Okay. Haltet erstmal durch. Festmachen. Erreichen. Okay, der Weg sollte frei sein. Danke, wir machen uns bald auf den Weg zum Ufer. Okay, ich glaube, das waren alle Überlebenden. Aber TikTok habe ich nicht gefunden. Ich sollte zu Natika zurück und ihr Bescheid sagen. Soldaten sicher. Doch, wo ist Kentok? Ich habe niemanden gesehen, der so aussah. Weißt du, wo er während des Sturms war? Ich habe ihn als Letzte gesehen, kurz davor. Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Klinge gern in den Dienst der Wache stellen würde. Doch, er wollte mich nicht aus dem Trupp entlassen. Alle Tenakt sind sehr stur, aber Kentok ganz besonders. Also ging ich. Die Lawine kam, als ich auf dem Rückweg vom anderen Hügel war. Du wolltest es wieder gut machen. Ich muss ihn finden. Wenn jemand solch einen Sturm überlebt, dann er. Es gab hier eine Schlammlawine? Muss ganz schön gestürmt haben. In den letzten Jahren stürmt es hier immer häufiger. Wolkenbrüche, Blitze schlagen ein, Wind fährt durch die Metalltürme. Doch dieser Sturm war besonders schlimm. Hier war es mal so trocken wie sonst in der Wüste. Dank der Stürme nicht mehr. Doch trotzdem beziehen wir unser Wasser immer noch aus der Hauptstadt. Warum? Dieses Wasser ist voller Ascheblut. So trinkbar wie Maschinenöl. Der Tinterlehrling in Brennspeer hat gesagt, dass ihr Ascheblut gegen Wasser tauscht. So ist der Lauf der Wüste. Andere Dörfer handeln mit der Hauptstadt Nahrung oder Maschinenteile. Wir sammeln Steine. Wirklich wichtige Steine. Clanmitglieder zeichnen mit Ascheblut auf ihre Haut. Doch wie zeichnen sie ihre Erfolge ohne Lieferung auf? Du sagtest, dass du der Wache beitreten willst. Sind das die Marschälle? Nein. Die Marschälle bereisen die Clanländer und setzen Häuptling Hikarus Willen durch. Die Wache bleibt im Hain, um ihn und den Häuptling zu schützen. Was ist der Hain? Eine alte Ruine, die den Zehen gewidmet ist, den mutigsten Soldaten der alten Welt. Von dort aus regiert Häuptling Hikaru. Nur eine Handvoll Soldaten wird die Ehre zuteil, in der Wache dienen zu dürfen. Warum wollte Kentok nicht, dass du gehst? Er sagte, es sei eine größere Ehre, der Truppe und dem Clan zu dienen. Dabei sammeln wir hier doch nur Zutaten für die Tinte. Ist es nicht wichtiger, den Hain zu bewachen? Und den Häuptling? Du sagtest, Kentok ist der Anführer? Er bildet mich schon aus, seitdem ich in der Truppe bin.
Er ist hart wie ein Panzerschnapper. Und gnadenlos wie die Wüste. Doch dank ihm ist meine Klinge schneller und tödlicher. Wegen ihm kämpfe ich aus Pflichtgefühl, nicht nur für die Ehre. Für mehr zu kämpfen als für sich selbst. Ja, aber trotzdem will er, dass ich hier bleibe. Anstatt in der Wache einem höheren Zweck zu dienen. Ich kann mich nochmal im Dorf umsehen. Wo hast du ihn zuletzt? Matika. Ich bin hier. Wo ist Kentok? Hat er überlebt? Wir werden ihn finden. Er hat mich gerettet. Hat mich aus dem Weg geschubst, als alles zusammenbrach. Dann hat das Wasser ihn mitgerissen. Bis zur Furche. Furche? Ein alter Durchgang, der tief unter die Erde führt. Komm, ich zeig's dir. Natika, gibt es Befehle? Wir sind hier ungeschützt. Kaum die Hälfte kann uns gegen Maschinen verteidigen. Wie lauten die Befehle? Geh. Die Furche liegt in den Hügeln, im Nordwesten. Ich komme, sobald ich kann. Was sollen wir jetzt machen? Stellen wir erstmal ein paar Soldaten als Speer ab. Verstanden. Dann auf geht's. Zu gut. Immer langsam. Dann musst du Kentok sein. Woher kennt eine Fremde meinen Namen? Natika schickte mich zu dir. Du hast einen Soldaten gerettet, der sagte, du seist mitgerissen worden. Also hat er überlebt. Gut. Natika? Ist sie zurück? Ja. Sie war auf dem Rückweg, um mit dir zu sprechen, als die Lawine kam. Sie kümmert sich jetzt um die Überlebenden. Es war ein Fehler, sie nicht gehen zu lassen. Ein Soldat sollte zum Wohl des Clans Opfer bringen. Im Nachhinein hatte sie recht. Ich wollte sie nicht gehen lassen. Die Wache eine gute Soldatin bekommen. Immerhin stehe ich hier nach all dem nicht mehr im Weg. Du erkennst eine tödliche Wunde, wenn du sie siehst. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Also, geh. Nein, ich lasse dich hier nicht sterben. Irgendwie muss ich dich hier rauskriegen. Das geht nicht. Ich wollte hier rausklettern. Ohne Erfolg. Die Wände sind einfach zu rutschig. Das Wasser kommt. Von der Oberfläche. Aber nicht durch meinen Eingang. Es kommt woanders her. Wenn ich die Quelle finde und sie öffne. Du kannst dich vielleicht nicht bewegen, Kentok. Aber ich glaube, ich kann dich bewegen. Hey. Hey! Du musst wach bleiben. Ich werde mich mal etwas umsehen. Du bist wie Natika. Stur wie eine Feuerklaue. Dann kennst du das ja schon. Bleib einfach hier. Ich hol dich hier raus.
Wasserfall muss irgendwo herkommen. Ich muss höher klettern, um die Quelle zu finden. Also, halt schon, was da drin ist. Es kommt Wasser. Es kommt woanders her. Wo kann ich denn durch? Und dann halt so. Wenn ich weiter weg wäre. Verdammt. Was haben wir denn da? Schau, was wir hier so finden. Schon. Okay. Der Wasserfall, den ich unten gesehen habe, sollte hier irgendwo. Ich muss die Quelle finden. Das Wasser kommt hier rein. Mit dem Feuerglimmer kann ich die Wand zerbrechen. Ja.
einen Ausweg gefunden. Fast geschafft. Hey, nicht einschlafen. Sag's ihr selbst. Sie sagte, du wärst ein sturer Kämpfer, also kämpf weiter. Dann würde ich mal sagen. Er bat mich, dir zu sagen, eine Klinge folgt nur der Hand, die sie führt. Das hat er im Training immer gesagt, um mich zu beleidigen. Oder um mir ein Kompliment zu machen. Doch er hatte wohl recht. Die Entscheidung zu bleiben lag immer bei mir. Es tut mir leid, dass du dich nicht entschuldigen konntest. Mir auch. Was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Blutzeichen kann sich wieder erholen. Und dann könnte ich der Wache beitreten. Doch ich muss ihn zuerst beerdigen. Diese Ehre steht ihm zu. Aloy, warte! Du hast die anderen gerettet. Das Wasser ist weg. Ich möchte dir das hier geben. Danke. Und viel Glück auf deinem Weg. Und dann, was haben wir hier? Ja, schon ist ein... So. Ach, die Nachtrüstung. Geht's. Du solltest nicht zu tief in die Wüste gehen. Besonders nicht nach Südwesten. Einer unserer Späher hat dort echt fiese Tenakt gesehen. Diejenigen, die Maschinen zähmen. Er hat gerade so überlebt. Danke fürs Bescheid sagen. Super, nehme ich fest. Die Rebellen sind wohl so freundlich wie eh und je. Ich frag mich, was sie so weit in der Wüste machen. Also so ein Tunnel hier wie wir auf dem Weg, ich würde sagen, zurück hier auf den Lagerfeuer, oder? Nee. Kleine Tunnel war ich den Tunnel halt noch. Vielleicht bin ich dann hier auf dem Lagerfeuer. Müsste ich sprengen können.
ist noch offen. Hier drin lebt noch jemand. Hier drin? Also bist du echt. Ich dachte, ich träume. Was ist passiert? Ein Schrecken im Dunkeln. Die Welt erschauderte. Eine Maschine? Ich hab's nicht gesehen. Die Karawane. Wir rannten alle. Alles stürzte ein. Krabbelte hierher. Konnte nicht entkommen. Kam jemand raus und fand die erste Karawane. Ja, das hat jemand. Gott. Wenigstens bin ich nicht allein. Ja. Ruhe in Frieden. Da hat wohl etwas Großes den vermissten Trupp angegriffen. Ich beeil mich lieber. Das, also ich dachte, wie es so hervor, weil es so kurz ist. Mehrheitsprotokoll. Namenbeschädigung, partiell. Mutter beschädigt. Mutter. Komm sofort hierher, Josh. Josh, ich muss zurück zum Safe. Mutter, Josh, nein. Josh, wir brauchen diese Vorräte. Josh, Eltern, seine Mutter, lass es. Josh, ich kenne den Tunnel wie meine Westentasche, Mom. Ja, Josh, ich halte hier. Josh, ich habe genug Zeit, Daten beschädigt. Tja. Hat er wohl offensichtlich doch. Hat er vermutlich viel, wohl doch nicht. Ja, werdet ihr doch, hätte schon, wie es weitergeht. Maschinen bekommen Verstärkung. Also. Dieser Ossaram. Sie sagte, eine Art Schrecken hätte sie angegriffen. Ich glaube, die Gräber waren es nicht. Das war bestimmt auch nicht. Das war bestimmt etwas Stärkeres. Was ist die Frage? Auf geht's. Scheint es rauszugehen. Was, welcher war denn das? Eine Maschine. Er muss die Ossaram auf dem Weg hindurch angegriffen haben.
Schachteln. Ah, einzelne Schachteln, okay. Boah, das ist nicht jeder, das heißt Schock, alles klar. Müssen von Osten in die Schlucht gekommen sein. Das sehe ich mir mal an. So, sehr viel vor, wenn ich da welche mehr bin. Die Vorräte sein, die der zweite Trupp bringen sollte. Torguf meinte Torgufs Kassette. Ich sollte sie zu ihm bringen. Die Wand ist wohl beim Angriff des Steinbrechers eingestürzt und hat die Osseram in der Schlucht eingesperrt. Der Rest muss in den westlichen Tunnel gerannt sein, um zur anderen Seite zu kommen. Der Tunnel müsste jetzt frei sein. Torguf sollte das erfahren. Ich habe keinen Karja unter den Toten entdeckt. Amadis hat es wohl geschafft. Tja, ich meine, eine gute Nachricht. Mal sehen. Wenn wir alle Tage nehmen, die wir in Lagern nirgendwo festhängen und eine Gefahrenzulage drauflegen, die der Trupp bestimmt verlangen wird, aber die du bist zurück. Wie läuft's mit dem Tunnel? Hab den Rest des Trupps gefunden. Eine Person lebte noch. Zumindest eine Zeit lang. Sie wurden auf dem Weg hindurch von einem Steinbrecher attackiert. Die Arme. Das Stöbererleben kann schnell enden. Doch das ist einer der schlimmsten Arten. Tja, den Steinbrecher habe ich erledigt. Der Weg ist wieder frei. Haha, ich wusste, du schaffst es. Und du hast nicht vielleicht meine Kassette gefunden, oder? Hier ist sie. Licht im Dunkeln. Gibt's etwas, das du nicht kannst? Hier, dein versprochener Lohn. Nach Beseitigung der Gefahr lasse ich den Tunnel abstützen und aufräumen. Dann rufe ich einen anderen Trupp und bringe die Expedition richtig in Schwung. Ha! Vorwärts zur Grabung! Hilft ihr beim Verhandeln? Hoffen Sie sicher nicht. Manchmal. Ich dachte schon. Dann will ich mal sagen, hey Leute, hört euch das ruhig an und schaut an, wer ist das Video am besten. Bekämpfen einander dieser Tage erbittert. Einige von ihnen können Maschinen sehen. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Sie errichten Außenposten in dieser Gegend. Einige haben sich südwestlich am Rande der Wüste niedergelassen. Sie haben sich sogar im Süden niedergelassen.
Da schläft man gleich viel ruhiger. Halte dich einfach von ihnen fern. Die Rebellen sind ziemlich übel. Ich werde Ausschau halten, wenn ich draußen bin. Also ich würde sagen, fürs Zuschauen, also ja, auch oben ein Abo da und kommentiert auch am besten fleißig. Bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.